So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu PGA Tour 2K21 mit mir, eurem Gallus. Moin! Ihr seht es links unten, minus 10, eine super erste Runde hier auf dem The Jumerai Club. Oder im The Jumerai Club. Ihr seht es auch rechts unten bei den Sponsoren. Wir haben bereits 2 von 3 Aufgaben gemeistert. Und ich würde sagen, wir sind mit 3 Schlägen Vorsprung jetzt in die, also haben die Runde beendet. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach die zweite Runde. Ganz einfach. Oh, Moment, ich muss kurz husten. So, ich habe einen sehr trockenen Hals derzeit. Ich bin nicht erkältet, keine Sorge. Aber ich habe auch Allergie. Einige von euch werden auch Allergie haben. Ist natürlich beim Golfen auch nicht so besonders toll. Besonders nicht am Anfang der Saison bei mir, wo ich dann Hauptzeit habe. Aber hey, ich würde sagen, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. So. Ihr seht es, der Wind ist ein bisschen mehr als gestern. Und ich würde aber sagen, da ist doch wieder eine ähnliche Runde drin wie gestern. Aber mal gucken, was wir hier so reißen können. Ne? Hauptsache erstmal rauf, eine ordentliche Birdie-Chance bekommen. Oh, der ist aber sehr weit rechts gestartet. Da wird doch das Grün verfehlen. Oh je. Ach du schöne Güte. Chip. Das ist ein Chip mit einem Lob-Wedge. Mal gucken, ob wir hier einen schaffen. Ah, ein bisschen kurz. Vielleicht rollt er noch idealerweise ran. So ist es. Und ich würde sagen, wir spielen das Pärchen. So. Mal gucken, was die so vor uns so gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass es das jetzt bestimmt einen gibt, der vielleicht gleich aufgezogen ist. Nö, gar nicht. Guckt euch das mal an. Sind sogar noch alle sehr abgefallen. Ian Poulter. Ah, was ist denn hier los? Warum ist denn das da jetzt hier so? Der ist unterwegs. Ja, Wind greift gar nicht mehr so richtig ein. Wir chippen. Mal gucken, ob der Chip vielleicht erfolgreich sein kann. Machen wir mit Gefühl. Ball rollt. Und geht rein. Birdie. Birdie an der 2. Gehen auf minus 11. Ja, okay, ne? Wenn du dieses Loch verfehlst, dann rollt er dir erstmal komplett weg. Ja, können wir wieder überspringen. Oh, ja, sieht schon ganz gut aus. Sieht schon ganz gut aus. Schön, dass ich jetzt einmal überspringen gedrückt habe und der überspringt nicht. Der Controller ist an. Interessant. Okay. So, weiter geht's. Aber der Wind. Mal gucken, ob der Wind... Jetzt müssen wir aber einen ordentlichen Drive rausknallen, Freunde. Ball ist unterwegs. Ja, sehr schnell. Und der wird auch links springen. Aber reicht. Haben auf jeden Fall ordentlichen Schuss ins Grün. Und mal gucken, ob wir den probieren können. So vielleicht. So. Mal gucken. Ball unterwegs. Läuft auch ordentlich wieder zurück. Vielleicht kriegt er einen guten Bounce. Ja, ist okay. Ah, rollt noch ein bisschen zurück. Aber ist okay. Ich würde sagen, kurze Bewegung. Ja, einen Pitch haben wir hier noch. Bisschen länger. So. Ball ist unterwegs. Boah, Junge. Aber es rollt noch aus. Ich dachte jetzt echt, der spinnt schon. Aber klassischer Fall von denkst du, wir spielen das nächste Birdie. Und fangen uns hier gerade wieder an, wieder einen ordentlichen geraden Blick nach vorne zu befinden. Minus 12. DeChambeau, Bryson DeChambeau, den ich schon in der letzten Folge angesprochen habe. Ja, der beginnt jetzt auch hier ordentlich mit Spielen. Alles unterwegs. Relativ schnell, aber der Wind dürfte rübertragen. Ja, auch wieder nicht. Interessant, okay. So. 89%. So, Hauptsache in die Richtung bringen. Mit einem Hybrid. Ein Hybrid ist ja ein Mix aus, deswegen heißt es auch Hybrid, aus Holz und Eisen. Da schwingt man eigentlich wie ein Eisen. Eigentlich. Deswegen kommt man auch da einigermaßen noch gut raus. Hat noch eine einigermaßen gute Treffsicherheit. Wenn du mit dem Holz, ist es natürlich dann so, je länger der Schaft ist, umso weiter weg stehst du vom Ball. Und umso größer ist auch deine Bewegung. Aber hey, ich würde sagen, wir spielen hier das Paar. Desto größer ist auch deine Bewegung. Und je größer deine Bewegung ist, umso mehr Fehler kannst du machen. Sei es, wenn du überschwingst, sei es, wenn du das Handgelenk falsch drehst. Das sind ja alles so diese ganzen Faktoren, die beim Golfen ja zählen. Ja. Und ist ja auch nicht umsonst der zweitkomplizierteste Sport der Welt nach Stabhochsprung. Und das ist ja der berühmte Spruch, den jeder
Golfer immer sagt. Es ist schon von der Körperbeherrschung her ein sehr... reicht der rüber? Ja. Ist schon ein sehr guter Sport. Da ist wirklich alles mit dabei. Muss doch überlegen. Muss taktisch spielen. Muss gucken, wie spielst du welchen Ball. Wann spielst du welchen Ball. Ja, und den schießt du einfach daneben. Warum der jetzt rechts von der Ideallinie war, frage ich mich jetzt auch. Weil der eigentlich gerade war. Aber hey. Wir sind gut unterwegs. So, immer noch minus 12. Bryson DeChambeau immer noch. Da. Aber ich denke, da werden wir jetzt nochmal einen ordentlichen rausfackeln. Alles unterwegs schnell. Der war jetzt wieder auf der Linie. Aber ich habe es ja schon mal angesprochen. Für die, die das Spiel spielen und irgendwie gar nicht eine gerade Linie hinbekommen. Denk dran, jeder Schlag ist anders. Jeder Schlag ist anders, weil du auch eine ganz andere Bewegung machst. Das hat eigentlich schon das Spiel sehr, sehr gut, also die Programmierer von dem Spiel sehr, sehr gut gemacht. So bleibt es wenigstens realistisch. Und ja, ich muss sagen, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Wie auch schon mal bei einem anderen Teil angesprochen, bei Tiger Woods war es ja dann auch so, der wurde ja dann auch abgelöst von Rory McIlroy, PGA Tour, was ja auch von EA dann rauskam. Schlecht war das Spiel nicht, aber man hat so auch so ein paar Dinge vergessen im Spiel. Irgendwann hat er das Spiel auch komplett gestreikt. Es gab auch keine offizielle Jahreszahl mehr, wie jetzt bei FIFA. Aber nun gut. Ich hoffe, dass jetzt hier immer mehr Plätze dazukommen, denn aktuell sind die Plätze bereits stark eingeschränkt in ihrer Auswahl. Und was auch besonders bei diesem Spiel wichtig ist, denn auch da wurde ich schon gefragt, was sind denn so Voraussetzungen? Ich spiele das Ding jetzt auf der PlayStation, aber obwohl ihr selber keinen Game Pass oder sowas habt, ja, oder nicht das Internet oder irgendwas habt, das Spiel braucht trotzdem Internet, ja, weil das Spiel wird nicht mit den ganzen Plätzen installiert, sondern das Spiel wird nur auf der Grundlage installiert. Um die Plätze spielen zu können, musst du online sein. Du musst jetzt nicht, wie gesagt, online zocken gegen andere, das würde ja dann wieder kosten, ne, dieser Pass. Bei dir ist dann einfach nur wichtig, dass du online sein musst. Das ist dann alles. Also, für die, die es jetzt natürlich, wo jetzt viele sagen, oh, das ist jetzt natürlich doof, weil dann kann ich es nicht spielen. Also ihr braucht dafür auf jeden Fall Internet. Ja, auf jeden Fall. Denn sonst kann das Spiel die Plätze nicht abrufen. Ihr seht es auch meistens rechts unten, dieses Zeichen, was ja so nach so einem Feed aussieht, ne, dieser Punkt, wo dann, als ob so ein WLAN-Zeichen dran ist. Das ist dann zum Beispiel das Zeichen, dass er gerade Daten aus von diesem Platz abruft. Vielleicht sieht man das gleich. Das sieht man immer in diesen Ladephasen. Das sieht man immer so rechts unten. Moment, jetzt gerade nicht. Jetzt auch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Nö. Ja, jetzt hat man es kurz gesehen. Ganz, ganz kurz. Vielleicht ist es euch ja schon vorher so ein bisschen aufgefallen. Alles unterwegs. So, 302 Yards. Ah, Gegenwind. 8 Miles per Hour. Mal gucken. Wind kommt da gar nicht mehr zurück. Auch interessant. Rollt hinten in die Rinne rein. Boah, starker Break von links nach rechts. Ihr seht es. Einfach andocken. Ja, und schon ist er am Höhepunkt vorbei. So, rangemacht. Rangemacht, reingemacht, so ist es. Ah, ihr seht gerade nicht den Punkt mit den Strichelchen. Oh, aber guck mal, Bryson DeChambeau kommt ran. Fängt an ordentlich zu scoren. Wieder bleibt links. Okay. Egal, ich würde sagen, Schlag raus. Oh, der kam perfekt raus. Ja, und jetzt ist Birdie natürlich auch schon wieder fraglich, ne? Mal gucken. Bisschen Dollar gespielt. So ist es. Ich habe jetzt absichtlich Dollar gespielt, damit er nicht viel Break annimmt. Und wir fangen hier direkt mit dem Birdie an. Ja, aber eine minus 10, wenn wir hier nicht mehr schaffen. Wir liegen gerade mal minus 4 für den Tag. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir den Vorsprung ordentlich verteidigen können. Das ist eigentlich schon fast alles. Ball fliegt weiter links raus. Weil er schnell geschwungen ist. Also, verstehe ich nicht. Okay. Aber weiter geht's. Fünfer Eisen. Hybrid. Einfach immer nah ran. Aber der reicht nicht rüber. Boah, der kommt sogar zurück, weil er einen Stein trifft. Ist das bitter. Okay.
Aber ich würde sagen Pitch. Also Pitch. Pitch Putt und dann sind wir doch eigentlich auf der sicheren Seite. Ball ist unterwegs, sieht gut aus. Spinnt noch. Oh, aber der Putt. Der zum Paar. Oh je. Oh je. Oh je, aber der sieht ganz gut aus. Jawohl. Wir retten das Paar nach so einem kuriosen Loch. Okay. Ja, ihr seht es. Minus 4, noch ist da alles ganz gut. Mein Ziel ist eigentlich mindestens eine, ja, eine minus 6, minus 7 wäre eigentlich ganz gut. Ah, guckt euch das an. Uiuiui, das kann ein ordentlicher Drive werden. Alles unterwegs und der wird richtig lang. Der wird richtig gut. Jawohl, 3,32. Ja, machen wir so. Okay, also hätte ein Ticken besser sein dürfen. Splash. Pitch. Na, hier traue ich mir keinen Chip, wa? Also könnt ihr so denken, was ihr wollt. Guckt euch das an, ey. Mann. Und dann rollt er fast schon wieder rüber. Das meine ich. Also das war schon wieder zum Paar hier. Fangen wir uns hier tatsächlich das... Na, okay, so auf jeden Fall. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Guckt euch das an. Sogar das Bogey ist noch in Gefahr. Und der Break gar nicht. Also der Break so gut wie gar nicht. Wir fangen uns hier einen Doppelbogey. Also, nee, muss nicht sein. Sowas ist einfach dumm. Sowas ist einfach dumm gerade gewesen. Das verstehe ich nicht. Ich traue mich bei diesen Dingern keinen Chip, weil der verhungert mir. Und dann hast du so oder so nochmal so einen ganz üblen Putt zum Paar. Aber mal gucken, ob wir vielleicht hier nochmal jetzt ordentlich scoren können. Das ist ein Paar 5, oder? Ja, das ist ein Paar 5. Holz 3. Mal gucken. Wieder links raus. Der schwingt nicht so schnell. Ohne Sinn. Okay. Okay, 79%. Ja, können wir vielleicht so überlegen. Ja, okay. Und trifft mir einfach mal besser als 79%. Also, okay. Interessant. Der spinnt gar nicht. Okay. Das haben uns jetzt echt ein paar, ne? Es ist schon bitter. Also eigentlich brauchst du die Löcher, um dann ordentlich wieder zurück ins Spiel zu kommen. Gut, 3 Schläge, nur noch Rückstand. Aber hey, alles gut. Der ist einfach genauso lang wie vorher. Okay, ja, okay. Ball wird gechippt. Rollt doch ordentlich aus. Jawohl. Und der Putt geht rein. So wichtig ist bloß, dass wir die Führung hier verteidigen. Das ist das Wichtigste. Minus 12, aber ihr kennt ja dann das System. Dann sagen sie, nö, 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 nö. Da holen wir gleich nochmal einen anderen ran. Aber Patrick Cantlay, der kommt schon wieder jetzt ran. Ein Driver. Alles unterwegs. Ah, schade. Also jetzt, wisst ihr was jetzt? Ranschippen. Und dann reinmachen. Vielleicht bricht er noch. Nein, aber den legen wir jetzt rein. Fertig. So. Einfach so. Holz 3 hat er hier in der Hand. Mal gucken, wo der jetzt hier landet. Das ist echt zu kurz. Krass. Okay. Splash. Mal gucken, was der jetzt hier macht. Ball ist unterwegs. Ja. Und spinnt. Ja, ist klar. Und das ist schon zum Paar. Also, dass der gerade so richtig gespinnt hat, hat zwar kaum Sinn gemacht. Weil spätestens dann, wenn er im hohen Gras aufkommt, müsste er entweder dann komplett stoppen oder den Spin verlieren. Eins von beiden. Aber so. So, wieder nur noch 3 Schläge. Driver in der Hand. Ball unterwegs. Aber ihr seht das, ey. Nochmal ein ordentlicher Weg zur Fahne. Eisen 7.
vielleicht. Naja, wir haben ordentliche Birdie-Chance hier rausgespielt. Mal gucken, ob wir den vielleicht verwerten können. Bisschen langsamer gespielt. Ja, aber da hätte ich mal nochmal spielen sollen. So, wir fangen uns das nächste Paar. Nur 3 unter für die Runde, das ist echt schwach. Mal gucken, wir haben noch ein paar 5 vor uns. Unterwegs. Schnell links rausgedrückt. So, aber 309 Yards. Jetzt 3. Driver. Mal gucken. Ball unterwegs. Okay, läuft aber nicht. Ich verstehe es nicht. Er ist nicht zu schnell. Ich kann, wenn ich noch langsam mache, ist er komplett langsam. Okay, ist egal. Wir spielen weiter. Ball kommt raus. Ein paar Schritte. Birdie ist noch drin. Ja, von außen nach innen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Schon wieder rechts raus. Naja. Okay. Eine 69er Runde. Eigentlich ziemlich schwach im Gegensatz zu der ersten Runde. Aber danke, dass ihr mit dabei wart. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bleibt gesund und wir sehen uns morgen. Euer Gallus. Ciao.